Hallo, ich bin Fawn und herzlich willkommen zu Singen ohne Angst, wo Wissen Mut macht. Heute habe ich eine ganz tolle Frage für euch, die ich jetzt vorlese. So. Hallo Fawn. Ich rauche seit circa 1 bis 2 Jahren und die letzten 2 Monate habe ich angefangen weniger zu rauchen und teilweise auch gar nicht mehr. Super. Ich weiß, dass das Rauchen meiner Stimme gar nicht gut tut. Manchmal tut es auch weh. Aber ich singe in einer Hardrock-Band und möchte gerne so eine Rockerstimme haben. Zum Beispiel Axl Rose von den Guns N' Roses hat doch auch geraucht und hat eine super Stimme, so richtig rauchig. Wie kann ich auch so eine Stimme bekommen? Beziehungsweise, wie kann meine Stimme ein bisschen aggressiver wirken, da meine Stimme sehr lieblich ist? Sehr gute Frage. Deine Antwort kommt jetzt. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. Ach, ich weiß es nicht. Es klingt einfach nicht rockig genug. Sag mal, hat jemand eine Zigarette für mich? Ich will eine echte Rockerstimme haben. So nicht. Also erstmal bekommst du vom Rauchen keine Rockerstimme. Das weiß ich, weil ich 11 Jahre lang eine Packung, manchmal mehr, am Tag geraucht habe. Und ich habe auch keine Rockerstimme. Das Einzige, was Rauchen für meine Stimme gemacht hat, war es kaputt zu machen. Ich war ständig krank und immer, wenn ich eine Erkältung bekommen habe, hatte ich sofort Bronchitis. Ich habe nicht mehr hohe Töne singen könnte, weil die Stimmlippen waren so fest und dick und hart von das Rauchen, dass ich gar nichts machen könnte. Also wenn du wirklich so wenig am Tag rauchst, dann kannst du es auch gleich lassen, weil das bedeutet, du hast keine physische Sucht mehr, du hast sondern nur eine psychologische Sucht. So, ich würde empfehlen, das sofort zu lassen. Wenn du eine aggressive, richtige Rockerstimme haben möchtest, dann beschäftigst du dich bitte mit der Technik Vocal Fry. Das ist eine ganz tolle, gesunde Technik, um richtig eine Rockerstimme zu haben. Und vielleicht könntest du dann deine Zigarettengeld für Gesangsunterricht ausgeben. Google es, Vocal Fry, und so bekommst du eine wirklich geile, rockige Stimme. Sag mir Bescheid, wie es gelaufen ist. Wenn jemand von euch da draußen noch eine Frage an mich hat, dann frag mich einfach. Alle Fragen bitte an fragen@singenohneangst.de. Ich freue mich und ich antworte so schnell wie möglich. Hast du Lust auf Gesangsunterricht, aber du traust dich nicht? Mach nichts. E-mail mich einfach und vereinbare eine Gesangsstunde mit mir. Entweder in meinem Studio in Stuttgart persönlich oder auch per Skype. Yay! Erfahre alles auf www.singenohneangst.de. Dort gibt es übrigens auch jede Menge Übungen zum Downloaden und du kannst dort auch erfahren, wann und wo meine nächsten Workshops sind. Ich freue mich. Also, wenn du wirklich ganz, ganz dolle Angst hast, vor jemandem zu singen, dann empfehle ich meine Singen ohne Angst Gruppe. Das ist eine ganz tolle Truppe. Du bekommst auch monatlich Einzelgesangsunterricht, Gruppengesangsunterricht, Liedinterpretation und Schauspiel sowie Bühnenpräsenz und ein bisschen Bühnenbewegung. Wir vorbereiten uns auch in Gruppenproben auf monatliche Shows und Solo-Showcases. Es macht wirklich viel, viel Spaß. Wenn du Interesse hast, kannst du gerne einen Probemonat machen, einen Schnuppermonat. Melde dich, ich würde mich freuen, dich in die Gruppe zu sehen. Ich bin der Meinung, dass unsere Träume sind dazu da, uns
unseren Weg zu zeigen im Leben. Also egal, ob du Profi-Absichten hast oder nicht, wenn Singen dein Traum ist, dann mache es. Und denk bitte daran, deine Stimme ist so einzigartig wie deine Fingerabdruck. Und das ist kein Kompliment, das ist wissenschaftlich erwiesen, das ist ein Fakt. Also singe mit viel Mut und ohne Angst. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich. Happy Ubing! Rainbows end. That's where we'll meet. By the river, so sweet.